Hallo ihr Lieben, ich bin's, Babs von Tiobara. Ich zeige euch heute, wie wir aus Holzperlen ganz einfach Schlüsselanhänger herstellen können. Diese habe ich als Beispiel hier liegen. Die sind angemalt, je nach Lust und Laune. Da könnt ihr euch wirklich austun. Was wir dazu benötigen, habe ich vorbereitet. Zum einen sind das Holzperlen. Ich habe ganz normale Holzperlen angemalt und lackiert. Ein Bindering, in diesem Fall ist ein geschlossener Schmuckbindering. Kettelstifte mit Kopf, Schlüsselringe, ein Stück Kette, eine kleine Fädelhilfe, in diesem Fall ein kurzes Stück Lederband und als Werkzeug zwei Flachzangen, eine Rundzange und einen Seitenschneider. Wir fangen damit an, dass wir das Lederband durch eines der Kettenglieder ziehen und die unterste Perle, sozusagen die, die den Abschluss bildet, schon mal auffädeln. Ich ziehe das Ganze bis zum Ende durch. Suche mir dann einen der Kettelstifte aus. Wir haben hier verschiedene Schmuckkettelstifte. Ein Blümchen, ein Schmetterling, eine Rose oder eine Halbkugel mit einer Art Zopfrand. In dem Fall entscheide ich mich heute für den Schmetterling. Ich möchte den Kettelstift gerne in der Perle versenken, deswegen schneide ich den oder kürze ich ihn auf ungefähr 2/3 des Durchmessers ein. Nehme mir dann meine Rundzange und forme wieder eine Öse. Und in die Öse wird ein Kettenglied eingehakt. Die Öse verschlossen. Jetzt möchte ich, dass das relativ flach ist. Und dann ziehe ich das Ganze an. Und habe somit einen schönen Abschluss an meinem Schlüsselanhänger. Und dann muss ich nur noch die restlichen Perlen auffädeln. Thema Fädelhilfe, aber die Kette durch das Loch zu bekommen ist wesentlich schwieriger ohne dieses Stück Bändel. So, die letzte, die geht wieder super und das war's schon. Jetzt muss ich nur noch die Kette einkürzen. Ich möchte das relativ kurz haben. Man kann natürlich auch die Kettenglieder übrig lassen. Dann kann das Ganze hin hoch und runter rutschen. Ich möchte das nicht so. Deswegen kürze ich hier schon ein, sodass nur noch ein Kettenglied übersteht. Nehme mir eine Flachzange. Fixiere das Ganze. Öffne das Glied
und fädel meinen Bindering ein, verschließe das Ganze wieder. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich für das Öffnen von Bindering sehr gerne meinen Fingerring mit den Aussparungen nehme. Aber in dem Fall ist es wirklich leichter, weil die Kettenglieder doch relativ klein sind, eine zweite Flachzange zu nehmen. Die Schlüsselringe sind relativ stramm, jetzt habe ich das falsche Werkzeug erwischt, weswegen ich hier die Rundzange zur Hilfe nehme, um das Ganze ein bisschen zu öffnen. Und fertig. Ein schöner Schlüsselanhänger aus Holzperlen, ganz einfach selbst gemacht. Alle Artikel, die ihr benötigt, findet ihr bei mir im Shop auf theobara.com. Ich verlinke euch natürlich alle benötigten Dinge unter diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Wenn ihr Vorschläge habt, was euch interessieren würde, was ihr gerne mal machen würdet, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich werde dann sicher einige Ideen aufgreifen und umsetzen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao!